Danke, danke. Schön, dass Sie da sind, schön, dass ich da bin. Der ZDF Comedy Sommer, erkennen Sie daran, dass ich eine Mütze trage und es draußen regnet? Ich fange jetzt an. Sehr schön, hier zu sein. Lange nichts mehr moderiert. Los. Guten Tag, ich bin Thorsten Sträter und ich bin überaus erfreut, heute hier zu sein, um Sie durch den Abend zu führen. Sonst würde ich es auch nicht machen. Egal, klar, vorneweg. Warten Sie. Beruhigen Sie sich. Trotzdem erachte ich das hier als einen Hexenkessel der guten Laune und ich bitte Sie, dabei zu bedenken, dass ich ein alter Knochen bin. Alt. Wir machen uns das hier heute schön, aber ich sage euch gleich, wenn ich heute Leute anmoderiere, läuft das ein bisschen anders ab als üblicherweise. Ich bin ein sehr ruhiger, alter Mann in einer hysterischen digitalen Welt. Ich habe zum Beispiel kein Instagram, weil ich das nicht brauche. Mein Wille zur Selbstvermarktung ist auch nicht so ausgeprägt. Natürlich verstehe ich, wenn Kollegen und Kolleginnen das benutzen, zum Beispiel um Kartenverkäufer anzukurbeln, jeder wie er meint. Wenn Sie wissen möchten, wo ich auftrete, da hängt ein Zettel am schwarzen Brett im Edeka Ihrer Gemeinde. Unten baumeln so 5 Abschnitte. Wenn die alle weg sind, komme ich. Aber das ist die Wahrheit. Sie wissen, dass es stimmt. Es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Es ist nicht wahr. Ich habe trotzdem. Ah, schön hier, was Sie alles lustig finden. Ich habe trotzdem kein Instagram. Ich habe einfach abseits der Bühne wenig interessante Sachen zu erzählen. Außerdem macht mich das ganze Gewese auf Insta so ein bisschen aggressiv. Sie müssen im Prinzip nur 5 Minuten auf Insta unterwegs sein, dann prallen Sie auf die übliche Influencerin und das macht mich bekloppt. Die klassische Influencerin ist quasi eine Blaupause für scheinselbstständiges Denken. Das ist immer die gleiche Kacke. Hoch aufgelöstes Foto, 700 Filter drüber, 2 von Melitta. Denken Sie sich einen Teil. Und irgendeine Else steht dann in zu engen Leggings vor den Cheops-Pyramiden im Sand, ein Bein angewinkelt wie ein scheiß Flamingo, geschminkt wie ein japanischer Kabuki-Tänzer. Und man denkt, lutsch mich runter, nenn mich Bärbel. Aber dann kommt ja noch die Story. Für mich, hören Sie zu, für mich. Für mich hat eine Story Anfang, Mittelteil, Konflikt, Twist, Ende. Oder Subjekt, Prädikat, Objekt oder mal ein schönes Tu-Wort. Da jedoch nicht. Die klassische Urlaubs-Elsen-Geschichte beginnt immer gleich mit Huhu, ihr Hasen. Dann 2000 Emojis, einfach um zu zeigen, dass auch der Rest der Tastatur funktioniert. Hauptsache schön bunt. Immer so Krone, Krone, Pudel, Kackhaufen, Diamant, Roboterarm, Vorfahrt, 8, Banane. Dann der Text. Sweeties, ich stehe gerade vor den Pyramiden in Ägypten. Lol, schon unnormal, was der Mensch alles erreichen kann, wer sich nur Ziele setzt und reinhängt. Hashtag Mindset, Hashtag Leistung. Dann wieder Pudel, Vollmond, Feuerwehrauto, Diskette, Clown, Clown, chinesischer Daumen. Dann, und das ist der Punkt, dann kommt immer PS, wenn euch die Hose gefällt, die ich anhabe, findet ihr den Link zum Hersteller meiner Infobox. Und darum ging es dann tatsächlich. Da klickst du dann drauf und wirst über Taco nach Guangzhou, über Shenzhen nach Helmsklamm geleitet, zurück zu einer Billighosenschmiede, kaufst dann so einen Fetzen und sie kriegt Prozente. Das ist genau wie Zeitschriftendrücker damals, nur digital, das kennen jetzt die Jüngeren natürlich nicht mehr. Zeitschriftendrücker war das Beste, der beste Job damals. Kaltakquise vom Feinsten. Meistens ging es um so Zeitschriftenabos. Ja, besprechen Sie sich ruhig in Ruhe. Sie meinen doch nicht etwa Zeitschriftendrücker? Gewiss. Ich ziehe das auf wie so eine Guido-Knopp-Dokumentation. Potzblitz, das ist doch nicht wahr. Ich erkläre es Ihnen trotzdem. Da wurden irgendwelche armen Seelen morgens um 8 aus so einem Bulli getreten und mussten dann eine Siedlung beackern und bei dir klingeln. Ich habe dann immer zu Hause gesessen, einmal Flips in so einem lockeren Frotte-Ensemble. Ganz normale, lachen Sie nicht, ich trage völlig normale Sachen. Sicher sind die alle aus Lyrex und sehr weit geschnitten, harlekinesk geradezu. Viel Frotte, viel Wirkware, auch tief ausgeschnitten, wenig Swarovski. Ich lasse das schon anfertigen, aber es spielt jetzt hier keine Rolle. Es ist auch gar nicht so feminin, es ist mehr so Tiger von Eschnapur. Viele Leute sagen, sie können sich das kaum vorstellen. Ich habe auch eine Zugehfrau aus der Ukraine, die macht mir so Stickereien, das sind Märchenmotive. Sie kann auch nur das. Ich habe einen bodenlangen Kaftan in Mint, da ist tatsächlich Nils Holgers und alle Wildgänse gehen einmal als kleine Stickerei um die Brustwarze rum, Enden im Nackenwirbelbereich, ist für die Geschichte halt unerheblich. Ich wollte es mir erzählt haben,
Egal, jedenfalls sitzt du da. Sie erinnern sich noch, Zeitschriftendrücker, und es klingelt. Du gehst zur Tür und im Flur steht ein fahler Hansel. Und er sagt, Tach, ich bin der Jürgen. Ich habe sehr lange Heroin genommen. Möchtest du auch zu abonnieren? Ich, wie bitte? Tach, ich bin der Jürgen. Ich habe sehr lange Heroin genommen. Möchtest du die heute zu abonnieren? Ich, ja. Und zwar ganz einfach, weil die Story gut ist. Kompakt, klarer Spannungsbogen, guter Twist am Ende. Außerdem ist Hör zu einfach ein super Name für eine Fernsehzeitschrift. Und deswegen ist das, es ist doch wahr. Kommen Sie, hab mich so abgeholt wie nix. Hör zu. Weiter, weiter, popeiter. Und deswegen ist das mit der Influencerin so unglaubwürdig und so unwürdig auch. Am liebsten würde ich solchen Mädchen immer schreiben, hör mal, Gnädigste, ich finde, du hast voll recht. Es ist schon toll, was man beim Bau antiker Grabmäler so alles erreichen kann, wenn man sich nur Ziele setzt und sich reinhängt und 100.000 kostenloser Sklaven hat, die alle für dich im Wüstensand verrecken, damit du als Pharao Karl-Heinz der Fünfte nach deinem Ableben in so eine spitze Scheiße reingrätschen kannst. Hashtag Bildung für alle, Hashtag Hirntod. Google das mal. Und wenn du schon dabei bist, google noch mal. Schreibt man Pyramide wirklich mit Ü? Aber ich hab kein Insta. Schade.